So, Srin Deep, wir sind wieder zurück in unserem Basislager, wie versprochen. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein zweites Lagerfeuer gebaut, damit wir ein bisschen mehr Essen zubereiten können. Und wir fangen jetzt einfach mal an, hier schon mal ein paar Sardinen über dem Feuer zu rösten. Dadurch sind natürlich auch wieder ein paar Sticks verloren gegangen. Aber ich will jetzt meine ganzen Sachen einfach mal ein bisschen durchbraten hier. Und ich habe auch noch etwas entdeckt. Und zwar gibt es im neuen Update oder im neuen Patch gibt es jetzt auch Flugzeuge-Wracks. Und da will ich gleich mich mal ein bisschen auf die Suche machen, ob ich nicht nochmal eins finde. Denn das wäre nämlich schon ziemlich genial. Jetzt ist hier was fertig. Moment, das ist bestimmt der Fisch hier, ne? Oder? Ja. Den essen wir jetzt mal. Den Archer können wir auch nochmal dranhängen. Der ist ja auch essbar. Der ist bestimmt auch nicht fertig, oder? Doch, guckt, Sardinen. Sehr schön. So. Die beiden Fische hängen wir jetzt hier nochmal mit dran. Und nutzen das Feuer einfach mal aus. Ja, ich bin gespannt, was es in diesen Flugzeugwracks alles so Schönes gibt. Das werden wir auf jeden Fall gleich herausfinden, sobald ich eins gefunden habe. Ich habe hier schon so eine kleine Karte, wo ein paar Spawn-Points von Flugzeugen markiert sind. Mal gucken, sind auf jeden Fall immer in der Nähe von Inseln oder auf Inseln direkt drauf. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Glück haben. Oh, jetzt ist schon wieder was fertig hier. Das geht aber jetzt hier am Laufen. Der ist bestimmt noch nicht fertig, oder? Nee. Der ist noch nicht fertig, aber dafür ist diese Linie hier fertig, ne? Ja, die ist fertig. Sehr schön. Damit wir mal ein bisschen mehr zu essen haben, wie bereits gerade erwähnt, denn wir haben ja auch ordentlich Hunger. Die essen wir jetzt einfach mal hier. So. Naja. Der nächste Fisch, das ist bestimmt der hier. Ja, sehr schön. Den essen wir jetzt auch nochmal. So. Und die ist bestimmt noch nicht fertig, oder? Naja. Noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt auch mal angefangen hier. Wo ist denn unsere Wasserflasche schon wieder hingefallen? Ist schon wieder runtergebackt, die Wasserflasche. Da hinten liegt sie. Okay. Wie auch immer die Wasserflasche hier hinten hingekommen ist. Ich habe sie eigentlich gerade eben auf unser mysteriöses Paket hier drauf gepackt. Ich zeige es jetzt auch nochmal. Hier ist mal wie viel Verrücktheit hier. So. Direkt neben unserer lustigen Trillerpfeife hier. Naja, jetzt. Herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Oh, Moment. Ich hab grad was gesehen. Temperatur. Celsius. Cool. Ja. Herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Ich habe jetzt gerade, oder wir sind zumindest kurz davor, laut Karte, das Flugzeugewrack zu entdecken. Aber ich habe vorher hier nochmal ein Schiffswrack entdeckt. Und das werden wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Wir haben hier Duct Tape, das ist schon mal ganz gut. Gibt es noch einen unteren Eingang? Wo ist der hier schon? Oh, eine Machete. Die nehmen wir mit. Die Taschenlampe brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. Noch eine Torch hier drin. Eine Axt, die können wir auch mal einpacken. Ah, schön! Noch ein Camaretto, also ein Anlasser. Hier ist noch eine Engine drin. Ja, wir können wirklich bald ein Engine Handel aufmachen. Jetzt müssen wir schnell wieder auftauchen, sonst verrecken wir gleich. So. Noch genug Luft. Cool. Also wir haben glaube ich, jetzt schon wieder alle Teile zusammen, um noch eine zweite Engine zu bauen. Das ist natürlich extrem witzig. Eine reicht uns ja im Prinzip. Manche finden gar nicht mal alle Teile und ich finde sie gleich doppelt und dreifach. Auch nicht verkehrt. So, jetzt gucken wir mal. Also laut meiner schlauen Karte müsste das Schiffswrack, das Flugzeugwrack ein Stück weiter hier vorne irgendwo liegen. Das Problem ist, es wird natürlich gerade schon wieder dunkel. Wir gehen hier einfach mal schwimmen an dieser Stelle. Aber hier sehe ich jetzt noch nichts. Ah, es wäre auch zu einfach gewesen, wenn das jetzt hier direkt gelegen hätte. Da ist unser Boot. So, dann schauen wir jetzt einfach nochmal
Richtung Osten noch ein Stück weiter. Wir warten mal die Nacht ab und melden uns dann gleich zurück, wenn der nächste Tag anbricht. Und ich gucke nochmal, ob ich im Dunkeln nochmal irgendwie ein bisschen was entdecke, wo dieses Schiffswrack denn liegen könnte. Vielleicht steigen ja irgendwelche Luftbläschen schon auf. Gucken wir mal. Wie gesagt, wir sind gleich zurück. Bis gleich. So, ja, ein neuer Tag bricht an bei Stranded Deep. Da vorne geht die Sonne auf. Ich bin die ganze Nacht hier in der Gegend rumgefahren und habe nach einem kleinen Schiffswrack in Schiffswrack, sage ich schon, nach einem Flugzeugwrack gesucht. Und da unten haben wir jetzt eins liegen. Baut es sich majestätisch auf. Ich konnte jetzt in der Nacht nicht viel sehen, was uns da erwartet. Was in der Nacht aber kam, war Charlie. Und mit Charlie mache ich jetzt einfach einmal Schluss. So, hier. Komm, Charlie. Du willst es doch auch. Der wird jetzt nämlich mal eben filetiert und ausgenommen. Zumindest versuche ich das. Aber irgendwie will er das nicht. Naja. So. Mist. Wo ist unser Boot hin? Ich glaube, wir sind irgendwo in diese Richtung hier geschwommen. Nein! Scheiße, Machete weggeworfen. So. Wo ist unser Boot? Da ist noch ein Hai. Ah, da ist unser Boot. Sehr schön. Jetzt habe ich das Boot wenigstens wieder mal im Blick. Und gucken, was wir Charlie jetzt mal hier einfach einmal den Garaus machen. Aber jetzt sind wir schon wieder weg hier. So, irgendwo hier war das Wrack. Das habe ich doch gerade noch vom Boot aus gesehen. Müssen wir mal gucken, wo das war. Vielleicht war es auch hier irgendwo. Da ist es. Okay. So, wir sehen, wir haben hier ein Flugzeugwrack. Ist hier abgestürzt. Und wir haben hier ein Console-Cabinet. Oh, und ein Fuel-Tank. Haben wir ja auch nicht genug von. Hier liegt noch eine Kiste, eine Toolbox, noch eine Machete. Super. Jetzt haben wir zwei Macheten. Und das war's dann hier auch schon. Oh, schnell auftauchen. Das war's dann hier auch schon im Flugzeugwrack. Toll. Ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet. Irgendwie mit richtig coolen Items oder so. Irgendwie so eine Maschinenpistole oder irgendwas. Aber. Ja. Nichts zu machen. Nichts zu sehen, nichts zu finden. Schade. Naja, aber auch so haben wir mal wieder etwas Neues entdeckt hier bei Stranded Deep. Und wir machen uns jetzt mal auf den Rückweg zu unserer Hauptinsel. Die müsste, wenn ich es richtig sehe, im Nordosten liegen. Da ist sie das wahrscheinlich hier. Fahren wir einfach mal hin. Und irgendwo müsste hier noch ein Schiffswrack auf dem Weg liegen. Zumindest wenn die Karte stimmt. Gucken wir einfach mal. Vielleicht sehen wir auf dem Boden hier irgendwas durchschimmern. Ah, da vorne ist eins. Seht ihr? Da. Mensch, die Karte irrt sich also doch nicht. Sehr gut. Gucken wir mal, was da unten drin ist. So. Motor aus. Und einmal mal rein ins Kühlnass. Was haben wir hier? Toolbox mit einer Axt drin. Haben wir zwei Äxte, auch nicht so verkehrt. Tauchen wir unten nochmal rein, locker auf. Oh, ein Lantern. Mist. Noch eine Flare hier drin, okay. Eine Machete. Können wir noch mitnehmen hier die Machete. Noch eine Axt, cool. Pocket Knife brauchen wir nicht. Bucket Seawater brauchen wir auch nicht. Wir müssen jetzt mal schnell auftauchen hier. Ja, das war schon wieder kurz vor knapp. Kurz vor dem Exitus sozusagen gerade noch mal rausgeholt hier die ganze Kiste. So, wir haben auch wieder neuen Lebensmut gefasst, nachdem wir an unserem Geburtstag ja keinen Besuch von Charlie hatten und auch sonst niemand irgendwie da war, um uns zu gratulieren. Haben wir jetzt mittlerweile schon den 11. Ja, den 11. 15 Tage haben wir überlebt. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, gefunden zu werden eines Tages. Und fahren jetzt mal zurück zu unserer Hauptinsel, um da einfach nochmal die ganzen Sachen abzulegen.
mal zu schauen, was wir eigentlich so machen können. Eigentlich haben wir jetzt, wir haben drei Äxte, drei Macheten, also wenn das mal nichts ist, da ist noch ein Hai, entweder ist es Charlie oder noch ein anderer. Ich glaube, Charlie hat auch neuerdings noch ein paar neue Freunde, mit denen er uns das Leben versucht, schwer zu machen. So, jetzt sind wir auch gleich schon da. Oh, was ist das denn gerade für ein Piepen? Komisch. Okay. Was auch immer das gerade für ein Piepen war. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, was da gerade gepiept hat. Aber irgendwas hat gepiept. Und ihr habt es wahrscheinlich auch gehört. Oder ich bin der Einzige, der es gehört hat. Das kann natürlich auch sein. So. Die Äxte legen wir jetzt mal hier hin. Die drei Stück. Die drei Macheten legen wir jetzt auch mal hier hin. So, den Fuel Tank haben wir auch noch nicht genug von. Den hauen wir uns jetzt mal hier. Das waren schon drei Fuel Tanks. Eins, zwei, fünf Engines. Neues Duct Tape haben wir auch. Oh, da waren wir nur noch eins anscheinend. Okay. Und wir haben einen neuen Carburetor. Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich schon die nächste Engine wieder mal zusammencraften. Machen wir jetzt aber noch nicht. Machen wir das mal später. Swan Deep, das war mittlerweile die Episode. Jetzt muss ich selber mal kurz schauen, wie viele Episoden wir jetzt eigentlich schon haben. Episode 19 war das, ja. 19 Episoden Stranded Deep, es ist einiges passiert. Müssen wir mal schauen, wann die nächste Folge online geht. Sie wird aber auf jeden Fall kommen. So viel sei versprochen. Was ich aber dafür brauche, sind eure Likes, eure Kommentare da unten und falls ihr es nicht getan habt, dein Abo. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay.